Ja, einen schönen guten Abend aus Frankfurt. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Sitzung, unserer Ringvorlesung Gebrochene Traditionen, Fragezeichen, jüdische Literatur, Philosophie und Musik im NS-Deutschland. Ich begrüße Sie herzlich aus Frankfurt, nach Frankfurt an der Oder, nach Berlin, nach Weimar, in unsere virtuelle Community im Livestream über YouTube. Frau Schor, Herr Nemsdorf und ich freuen uns sehr, dass Sie heute Abend wieder dabei sind, dass Sie uns überhaupt über diese Ringvorlesung hinweg treu geblieben sind. Heute ist ja schon der vorletzte Vortrag, der sich nur noch ein letztes Mal dem Themenfeld der jüdischen Philosophie widmet, nachdem wir in der vergangenen Sitzung doch einige Vorträge auch zur jüdischen Literatur gehört haben. Und ich freue mich ganz besonders zum heutigen Abend Professor Dr. Thomas Mayer als unseren Referenten begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, lieber Thomas, dass du uns zugesagt hast für heute und das zu einem ausgesprochen spannenden Thema, in dem du sicher wie kaum ein anderer zu Hause bist und zu dem du bereits einschlägige Forschungen vorgelegt hast. Jedenfalls für mich und mein Verstehen dieser Zeit ist einiges davon wirklich sehr bedeutend geworden. Bevor wir den Vortrag hören, möchte ich Thomas Mayer kurz vorstellen. Er lehrt an der Fakultät für Philosophie, Wissenschaftstheorie und Religionswissenschaft an der LMU München mit einem Schwerpunkt, der ganz seiner großen Expertise entspricht, nämlich Ideengeschichte überhaupt des 19. 20. Jahrhunderts mit einem Schwerpunkt auf jüdischer Philosophie dieser Zeit. In diesem Feld ist Thomas Mayer seit seinem Studium der Philosophie und der modernen deutschen Literatur in München, seiner Dissertation im Jahr 2003 zur Kulturphilosophie Ernst Cassirers, mit zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen, Monographien, Editionen, Essays als Publizist hervorgetreten, der kenntnisreich und detailliert wie kaum ein anderer die deutsch-jüdische Geistesgeschichte, Philosophie des frühen 20. Jahrhunderts kennt. Auf die Habilitation 2009 auch in München folgten eine Vielzahl prestigereicher Forschungsstipendien, Gastprofessuren. Ich nenne nur einige: Max-Weber-Kolleg in Erfurt, die Universität Graz, ETH Zürich, aber dann auch in den USA, University of Chicago, in Boston, in Nashville, verschiedene Orte, zwischendurch auch Fellowships in Erlangen und dann eben an der LMU in München die außerplanmäßige Professur. Die Publikationen sind zahlreich. Und ich erwähne nur einige davon. Das sind erstmal die Arbeiten über Cassirer, 2007 und 2006 erschienen. 2006 Kulturphilosophie in gefährlicher Zeit zum Werk Ernst Cassirers. Dann später 2007 ein Buch zu Cassirer. Und dann gibt es zwei Arbeiten, die miteinander zusammenhängen, die in unser heutiges Thema führen. Das ist 2008 erschienen vom Ende der Emanzipation, jüdische Philosophie und Theologie nach 1933 und dann zwischen Philosophie und Gesetz, jüdische Philosophie und Theologie von 1933 bis 1938. Und das sind Bücher und ein langer Essay, die den Debatten innerhalb der jüdischen intellektuellen Gemeinschaft über die Frage, was jüdische Theologie, was jüdische Philosophie in diesem Umbruch, in dieser Umbruchzeit bedeuten kann. Also mitten in das Zentrum unseres Themas. Es gibt eine Reihe von Herausgaben zur Wissenschaft des Judentums und zu anderen Themen. Aber eins möchte ich vor allem hervorheben, nämlich seine Tätigkeit im Zusammenhang mit der Hannah-Arendt-Studienausgabe beim Piper Verlag in München, wo, wenn ich das richtig sehe, mindestens 5, 6 Bände mittlerweile erschienen sind. Eins ist gerade sozusagen im Erscheinen, das Eichmann-Buch, und es sind immer Bände, die ein ganz neues Nachwort tragen. Und worauf wir uns natürlich freuen und gespannt sind, auch angekündigt für das kommende Jahr, wird dieses Jahr vollendet, ist die Hannah-Arendt-Biografie aus der Feder von Thomas Mayer. Aber heute Abend geht es um eine andere Gestalt, nämlich um Alexander Altmann. Der Titel des Vortrags Offenbarung und Volkstum zu Alexander Altmanns jüdischer Theologie 1933 bis 1938
Wir sind sehr gespannt auf den Vortrag. Ja, guten Abend. Vielen Dank, Frau Schnurr, vielen Dank, Herr Nemtsov, vielen Dank, Christian, vor allen Dingen für die überaus freundliche und detailreiche Einführung. Ich sehe einige Freundinnen und Freunde, Bekannte. Schön, dass Sie alle da sind. Alexander Altmann, als vor einigen Jahren der Filmregisseur Markus Rosenmüller einen Film über den deutschen Torhüter Bernd Trautmann machte, der auch dann in der ARD später gezeigt wurde und durch eine Dokumentation erweitert wurde, fiel immer wieder der Name des, in allen Beiträgen, des Rabbi Altmann. Der Rabbi Altmann nämlich habe als Bernd Trautmann, der ein aktiver Nationalsozialist war, der hier in Berlin, wo ich gerade bin, bei nationalsozialistischen Jugendspielen ein erfolgreicher Sportler war und dann aus den Kriegsgefangenenlagern in Großbritannien zum Fußballverein Manchester City kam, einen Sturm der Entrüstung auslöste, wie man einen ehemaligen Nationalsozialisten, einen Feind, einen Crowd, der auch noch Trautmann hieß, also Proudman genannt wurde, in Manchester spielen lassen könne. Trautmann ist nicht nur ausgepfiffen worden, sondern auch tätlich angegangen worden. Es kam zu gewalttätigen Demonstrationen in Manchester. Man fand keinen Ausweg. Und dann kam dieser ominöse Rabbi Altmann, der im Manchester Guardian einen großen, ganzseitigen Artikel schrieb darüber, dass man einen Menschen doch nicht ausschließlich nach seinen vorherigen Taten einschätzen dürfe, sondern dass man ihm die Gelegenheit zur Umkehr geben müsse. Also Alexander Altmann griff ein von heute auf morgen, in der Stadtgesellschaft kaum bekannt, in der sehr orthodoxen Community seiner Zeit, die sehr isoliert war in Manchester, ein ganz in der Gemeinde Arbeit aufgehendes Leben führte mit einem Assistenten, den einige von Ihnen vielleicht noch persönlich gekannt haben, nämlich Zvi Werblowski, lebte, hat also diesen Konflikt bereinigt. Und wie wenig Alexander Altmann offensichtlich bekannt ist inzwischen, zeigte sich daran, dass weder in der Jüdischen Allgemeinen noch im Tagesspiegel noch in den sonstigen Zeitungen, die auf diese Rabbi Altmann Episode eingingen, irgendein Reflex ausgelöst wurde, dass es sich um einen in den 30er Jahren, um genau zu sein, bis Anfang 1939 in Berlin tätigen und sehr bekannten Rabbiner handelte, aber nicht nur das, nämlich um einen rabbinischen Philosophen, wenn es so etwas geben sollte. Ich will nicht die Biografie nacherzählen, sondern gleich in das Jahr 1933 mit Ihnen gehen, als Vorinformation allerdings darauf hinweisen, dass Alexander Altmann, wenn Sie so wollen, der junge Star des orthodoxen Hildesheimer Seminars war. 1927 in der ersten Ausgabe der sogenannten neuen Folge des Journals Jeschurun, das man wiederbelebte, hat er mit einem Artikel über die jüdische Ästhetik reüssiert. Damals noch unter dem Label Alexander Altmann, Kant, Phil, Trier, Berlin. Trier war der Hinweis auf seinen wesentlich berühmteren Vater, den Rabbiner und Historiker Adolf Altmann, der als halachische Autorität zusammen mit Karlebach in Hamburg weit über die Grenzen der Orthodoxie bekannt war und zwei sehr populäre, bis heute eigentlich die maßgeblichen Bücher geschrieben hat, nämlich zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Salzburg und zur jüdischen Geschichte der ältesten jüdischen Gemeinde in Deutschland, nämlich zu der Triers. Dieser Alexander Altmann, der zusammen mit einem Sohn Konrad Adenauers in Köln in die Schule ging, studierte nicht nur am
Hildesheimer Seminar, wo er dann auch sein Semichah 1931 ablegt, im gleichen Jahr, in dem er seine philosophische Dissertation an der Berliner Universität über Max Scheler abschloss. Und weil, wie sein Vater sagte, man nie weiß, ob man als Philosoph oder Rabbiner wirklich eine Arbeitsstelle bekommen würde, auch noch die Staatsexamina in Englisch für das höhere Lehramt ablegte. Eine Tatsache, die ihm Ende 39, Anfang 1940 das Leben in Holland rettete. Er konnte nämlich ohne größere Probleme nach Großbritannien einreisen, dadurch, dass er Englischkenntnisse hatte. Und zwar auf dem Niveau eines Native Speakers, wie ihn die englischen Behörden bescheinigten. Das ist also in ganz groben Zügen dieser Alexander Altmann mit dem Hinweis, dass er über Max Scheler promoviert wurde, eine Anregung seines rabbinischen Lehrers Josef Wohlgemuth, dessen große philosophische Ambition seit Mitte der 20er Jahre war, das Denken des zum Katholizismus konvertierten Max Scheler wieder für das jüdische Denken zu gewinnen, angeregt worden war, ist sozusagen die intellektuelle Gestalt Alexander Altmanns schon in einem ersten Schritt umrissen. Für ihn, den orthodoxen Rabbiner, der genau wie sein Vater gleichzeitig Mitglied in beiden orthodoxen Rabbinerverbänden war, der aber auch Mitglied im Zentralverein war, etwas, was keinen Widerspruch darstellte, allenfalls im Rückblick, zumindest für Alexander Altmann und für Adolf Altmann, war gleichzeitig ganz dem halachischen Judentum verflechtet. Und das ist auch genau der Punkt, an dem der Vortrag einsetzen wird, nämlich, wenn Sie so wollen, aufnehmend die Themenstellung, die sich diese Ringvorlesung selbst gestellt hat, ob hier etwas zerbrochen ist, ob hier eine Tradition abgebrochen wurde, wie sie sich eventuell hat fortsetzen können, ob sie sozusagen überzeitlich ist. Und diese Fragen hat Alexander Altmann unter ein doppeltes begriffliches Raster gestellt, so wie es seine Bildung, aber auch sein Selbstverständnis als orthodoxer Jude und Philosoph ihm vorgab. 1933 gleich setzt Alexander Altmann sich mit der neuen Situation auseinander. Nicht ganz untypisch für Rabbiner wie Altmann, und jetzt greife ich weit über das orthodoxe Rabbinermilieu hinaus, nenne unter anderem Max Wiener, Ignaz Maibaum und viele andere, wird die sogenannte Machtergreifung der Nationalsozialisten selbst nicht benannt. Es gibt auch keinen Ersatzbegriff dafür, sondern es wird häufig von der neuen Zeit gesprochen, die angebrochen sei, der man sich stellen müsse, den Verhältnissen. Diese Distanznahme ist selbst erklärungsbedürftig. Und Alexander Altmanns Schriften aus diesem Jahr 1933 sind genau eine Reflexion darauf, welcher Raum im Sinne geistiger Tätigkeit, wie er sagen wird, aber auch theologischen Selbstverständnisses sich jetzt auftut, welcher geschlossen wurde durch die sogenannte Machtergreifung der Nationalsozialisten und welcher nunmehr betreten werden muss. Er nutzt dafür sämtliche Publikationsorgane, also die feinsäuberlichen Trennungen, die wir sozusagen eingeübt haben zwischen konservativ, liberal, orthodox, den jeweiligen Zwischenformen, dem sogenannten Säkularen und so weiter, brechen zumindest in Teilen ein mit dem Jahr 1933. Nicht, dass es zu einer großen Vereinheitlichung oder gar zu einer Positionsannäherung kommt. Ganz im Gegenteil, würde ich sogar sagen, en gros. Aber die Zugangsmöglichkeiten zu Publikationsorganen, die man bisher nicht nutzte, erweitern sich doch
Zusehens. Und so kommt es zu einem Intensivierungsschub. Man rückt zusammen. Micha Brumlik sagte mal in einer Diskussion mit mir vor vielen Jahren, das ist die Insellage. Aber es ist nicht nur die Insellage, die eingetreten ist. Es ist auch eine neue Selbstvergewisserungssituation. Und in diese Selbstvergewisserungssituation ab 1933 spricht Alexander Altmann als 27-Jähriger, er ist 1906 geboren, hinein. Ich beginne mit einem Zitat. Diese beiden Phänomene, so schreibt er 1933 im April, Offenbarung und Volkstum, damit ist die Überschrift meines Vortrages erläutert, dürfen in der Tat als die beiden zureichenden und nicht weiter auflösbaren Elemente betrachtet werden, durch die das Sinngefüge einer konkret auszufüllenden jüdischen Theologie a priori bestimmt ist. Sie bilden in ihrer Bezogenheit aufeinander das strukturelle Schema jüdische Theologie. Die aufgrund dieser Einsicht notwendige Aufgabe besteht darin, diese beiden tragenden Begriffe bis in ihre letzten Sinnverästelungen hinein zu analysieren und in einen alle Momente strukturell gliedernden Bezug zu setzen. Das ist eine Wort für Wort in Referenzen auflösbares Zitat. Hier wird die gesamte philosophische Vorgängerschaft der letzten 10, 15 Jahre aufgerufen. Ich erspare es Ihnen und mir, jeden einzelnen Begriff einer Autorin oder einem Autor zuzuführen. Die beiden Begriffe Offenbarung und Volkstum sind neben dem Judentum selbst fremden Begriff der jüdischen Theologie die einzigen, die sozusagen direkt aus der Theologie selbst kommen. Das heißt also, für Altmann ist es eine in keiner Weise zu hinterfragende, sondern wenn Sie so wollen, völlig natürliche Art und Weise, das, was jetzt seiner Meinung nach unbedingt reflektiert werden muss, nämlich Offenbarung und Volkstum und dazu gleich, natürlich ist in philosophischer Sprache zu tun. Und daran wird sich auch nichts ändern, abgesehen davon, dass er im Verlauf der nächsten 6 Jahre, er ist, um vorzugreifen, einer der Teilnehmer des berühmten Bandes Nummer 83 der Monatsschrift für die Geschichte und Wissenschaft des Judentums, der erst 1963, also in einer ganz anderen Welt, im Verlag Mohr Siebeck von Guido Kisch dann herausgegeben werden wird. Also bis dorthin erstreckt sich seine Publikationstätigkeit in Deutschland bis 1939. Und in dieser Zeit wird sich an diesem Zugriff auf die Wirklichkeit, wie er es nennt, auf die jüdische Wirklichkeit nichts ändern. Sie ist immer philosophisch vorgeformt und wird dann theologisch traditionell ausgefüllt. Daran ist nicht, wie man so schnell vermuten könnte, seine philosophische Vorprägung schuld, sondern Alexander Altmann sieht in dem philosophischen wie in dem halachisch-theologischen etwas Unveränderliches. Das heißt, diese beiden Zugriffe auf die Wirklichkeit, diese beiden Erkenntnismöglichkeiten für den jüdischen Menschen, wie er schreiben wird, die Halacha, für den Menschen allgemein, der zunächst einmal getrennt ist vom jüdischen Menschen, weil dieser philosophische Mensch automatisch nach dem Universalen strebt, während das Jüdische für Alexander Altmann dezidiert und immer etwas Partikulares ist, etwas darin sich partikular Ausdrückendes, aber in diesem Partikularen auch das Auserwähltheitsmoment liegt. Und das ist unreduzierbar. Also Offenbarung und Volkstum werden vermessen aus philosophisch-theologischer Sicht. Die Offenbarung wird ganz traditionell
als das Ereignis, wie er schreibt, am Sinai begriffen. Daran gibt es sozusagen nur die sich angliedernde Auslegungsliteratur zu beachten, von Talmud bis Schulchan Aruch. Nur die Konzentration, ausschließlich die Konzentration auf diese Traditionslinie, bewahrt das Judentum in dieser Zeit, so Alexander Altmann. Hier gäbe es in gar keiner Weise eine Alternative, nicht nur das nicht, sondern Alexander Altmann fordert in seinen Texten zur jüdischen Theologie der Zeit eine Rückkehr der Anderung, der anderen, wenn Sie so wollen, Splittergruppen zurück zur Orthodoxie als dem einzigen Weg. Man könnte diese Forderung als das bezeichnen, was andere als Politik begreifen würden. Seine Politik in der Zeit von 1933 bis 1938, 39 besteht darin, wenn Sie so wollen, aus dem philosophisch-theologischen Zugriff auf die beiden Begriffe Offenbarung und Volkstum eine Rückkehr zur Orthodoxie einzuklagen. Alles andere ist ein Abweichen vom rechten Weg, der hat bereits stattgefunden und muss nach Altmanns Ansicht rückgängig gemacht werden. Der Begriff der jüdischen Theologie, so könnten Sie jetzt zurückfragen, widerspricht dem doch prima facie, ist in gar keiner Weise traditionell, sondern bereits eine Kompromissformulierung. Tatsächlich hat Alexander Altmann kein Problem damit, diese Forderung in die Begrifflichkeit seiner Zeit zu übersetzen. Er ist nicht nur ein viel rezensierender, die Entwicklung nach 1933 innerhalb der jüdischen Theologie und Philosophie verfolgender Religionsintellektueller, um mir mal den Begriff von Friedrich Wilhelm Graf auszuleihen, immer aus orthodoxer Sicht, zumeist im Israeliten, publizierend. Er sucht auch nach Antworten oder greift in das Antwortregister katholischer und protestantischer Theologen. Denn für ihn steht sozusagen Religion insgesamt seit 1933 unter Druck und er mutet es seinen orthodoxen Rabbinerkollegen und auch den Gemeindemitgliedern seiner orthodoxen Gemeinde hier in Berlin zu, sich mit christlichen Theologomina und Philosophen auseinanderzusetzen. So analysiert er etwa die maßgebliche theologische Schrift des Jesuiten Erich Pritzwara, Analogia Entis im Israeliten von 1932, der ein übergreifendes theologisches Angebot an alle Religionen aus dem Geiste Augustinus und Thomas von Aquins formuliert und die Kategorie des Erlebens in den Mittelpunkt stellt. Alexander Altmann wird 1935 einen großen Aufsatz über die dialektische Theologie Rudolf Bultmanns, Karl Barths, Friedrich Gogartens und anderer publizieren, um eine Theologie, die er als widerständig gegenüber den Anpassungen und Überanpassungen einer nationalsozialistisch orientierten deutsch-christlichen Theologie zu entnehmen versucht und, wenn Sie so wollen, versucht zu verstehen, aus welchem Offenbarungsbegriff heraus, aus welchem Volkstumsbegriff heraus die christlichen Theologen auf die Zeit reagieren. Altmanns Ausschreiten dieser Alternativen ist, wenn Sie so wollen, das großzügigste Angebot nach dem Schrei ins Leere. Ein Angebot, das allerdings, genau wie Christian das vor Jahren in seiner inzwischen klassisch gewordenen Studie, wenn ich so sagen darf, genauso wenig Antwort findet. Mir ist zumindest in den diversen Nachlässen keine christliche Antwort auf die Gesprächsangebote,
die theologischen Gesprächsangebote Alexander Altmanns aufgefallen. Offenbarung und Volkstum. Das Volk Israel als auserwähltes Volk. Die Offenbarung als das ganz natürliche messianische Ziel und Ausgangspunkt, als das Absolute, das, was jüdischem Leben Sinn gebe. Das ist, wenn Sie so wollen, Basso continuo der diversen Melodien, die Alexander Altmann anstimmt. Nun kann ab 1933 einem so hochgerüsteten philosophisch-theologischen Konzept dazu, ganz verpflichtet auf die Halacha, der Vorwurf gemacht werden, es sei abstrakt, es spreche sozusagen in einen theologischen Raum hinein, in dem solche Fragen zuvor im Abwägen von Argumenten sich hatte abspielen können. Alexander Altmann ist aber auch Rabbiner und dieses aber auch ist schon eine Fehlinterpretation. Alexander Altmann hat von 1933 an daran gearbeitet und 1935 es auch dann einlösen können, dass ein Lehrhaus in Berlin errichtet wird, das sogenannte Rambam-Lehrhaus, dem er selbst vorstand, regelmäßig Kurse gab, Lektürekurse, Talmud Torah, Maimonides-Lektüren, er lud auswärtige Vortragende ein, er machte also echte Gemeindearbeit. Den Eröffnungsvortrag hielt Kahlebach aus Hamburg, der mit seinem Vater aufs Engste verbunden war. Die gemeinsame Arbeit des Philosophen und Theologen war also nicht nur theoretisch reflektierend auf die neue Situation zu verstehen, sondern auch als Gemeindearbeit übersetzbar. Der Rabbiner wirkt in die Gemeinde. Die Gemeinde ist der natürliche Raum. Insofern hat sich für Alexander Altmann mit dem Jahr 1933 nichts geändert. Wenn allenfalls oder im erhöhten Maße der Intensivierungsgrad und auch die Intensivierungsnotwendigkeit theologischer Arbeit. Anders als bereits genannte Deutungskonkurrenten, wenn Sie so wollen, wie Max Wiener oder Ignaz Maibaum oder die stark anziehende Renaissance des im Dezember 1929 verstorbenen Franz Rosenzweig, die in verschiedener Weise den Resonanzraum einer Rückkehr zum Judentum eröffneten und dafür plädierten, die sogenannten Parteiungen einzuziehen, sah Alexander Altmann keine Notwendigkeit, ein Angebot zu unterbreiten. Also die Orthodoxie ist kein Angebot, sondern alternativlos, wie man heute so gerne sagt. Sie ist der Maßstab, der natürliche Maßstab, der sich aus der Traditionswahrung ergibt. Jede Reflexion darüber führt wieder zu ihr. Die Abweichungen sind sozusagen Zeitströmungen der geistigen Situation der Zeit geschuldet, aber in keiner Weise eigenständig. Und gerade die Zeit ab 1933 belegt, wenn Sie so wollen, diese Zurüstung und diese Verschärfung, die selbst auf sich selbst hinweisende Orthodoxie stabilisiert sich, wenn Sie so wollen, durch die Zeitläufte. Vielleicht noch mal ein Zitat. Aus Alexander Altmanns Schrift Religion und Wirklichkeit aus dieser Zeit. Damit quasi die Eindringlichkeit, aber auch die Präzision von Altmanns Reflexion deutlich werden. Er schreibt, jüdische Theologie ist
so in ihrem lebendigen Vollzug die Totalleistung des jüdischen Volkes an der Ausfaltung der Offenbarung, primär in halachischer, sekundär in metaphysisch-theologischer Hinsicht. Jüdische Theologie ist somit grundsätzlich nicht systematisch-literarische Arbeit, sondern aktualistisch-dezisorische Funktion. Sie ist daher wesenhaft offenes System. Diesem Sachverhalt entspricht sinngemäß die Form und Anlage ihres Standardwerks des Talmud. Jüdische Theologie, ich wiederhole, ist so in ihrem lebendigen Vollzug die Totalleistung des jüdischen Volkes. Das heißt, dieses lebendige jüdische Volk ist selbst jüdische Theologie. Es verkörpert sie. Sie kommt nicht zu ihr hinzu. Sie wird nicht gelehrt im Sinne eines deduktiven oder induktiven oder abduktiven Verfahrens. Sie wird nicht von außen herangetragen. Lebendiges Judentum ist lebendige jüdische Theologie. Das ist im Übrigen auch etwas, was man politisch fast in den Modus des Anarchischen übersetzen könnte. Der entscheidende Unterschied zum Christentum auf dieser Ebene, wenn Sie so wollen, auf der organisatorischen Ebene, ist der, dass das Christentum die Institution der Kirche hat einziehen müssen. Das heißt, eine Vermittlung, eine institutionelle Kraft, die zwischen Gläubigen und Gott vermittelt, übersetzt, überträgt, die Standleitung hält im Idealfalle. Hier zwischen Offenbarung und Volkstum gibt es ganz im Sinne Hermann Kohns, den er immer wieder verdeckt zitiert, weil Kohn vielleicht nicht die allererste Autorität im orthodoxen Milieu der Zeit gewesen war, korrelativ. Sie stabilisieren sich gegenseitig. Das auserwählte Volk ist das, worum es Gott geht. Dem auserwählten Volk geht es ausschließlich um ihn, um die Offenbarung, um die Ankunft des Messias. Jüdische Theologie ist also der lebendige Vollzug. Diese Lebendigkeit zu stützen, zu unterstützen, auszufalten, wie er hier sagt, also zu synthetisieren nach der Einfaltung, der Analyse, also die Synthetisierung, die Ausfaltung, ist die Aufgabe des Rabbiners. Der Rabbiner ist einer untergleichen in dieser Kontextualisierung der Offenbarung mit dem Volkstum und hat allenfalls die Gelehrsamkeit als auszeichnendes Element auf seiner Seite, um die Ausfaltung des jüdischen Volkes in der Offenbarung als direkter Bezugsgröße darzulegen. Aktualistisch-dezisorische Funktion, damit ist die Autorität des Rabbiners in Lehrfragen zu verstehen, die sich aber immer dieser Beziehung zwischen Offenbarung und Volkstum gewiss sein muss und also kein Eigenleben entwickeln darf. Hier könnte man sehr leicht die gerade in Berlin sich stark abzeichnen Debatten zwischen Rabbinern, die nach einer gewissen Prominenz streben, wie es die Zeitgenossen formulierten, wie Joachim Prinz, Leo Beck und anderen in den Blick nehmen. Andere wie Ignaz Maibaum, den ich schon mehrfach genannt habe, oder Max Wiener, haben andere rabbinische Verständnisse. Altmann, wie gesagt, betritt hier für ein völliges Zurücktreten in die Gemeindearbeit ein als theologische Arbeit. Jüdische Theologie ist somit grundsätzlich nicht systematisch-literarische Arbeit, sagt er. Es geht nicht um Auslegung. Es geht nicht um die richtige Auslegung, die ist sowieso vorgegeben. Sie muss nur noch vermittelt werden in die Gemeinde hinein, die um diese richtige Auslegung als orthodoxe Gemeinde, die zwischen Offenbarung und Volkstum
über Gott vermittelt, sich bewegt, kennt. Sie ist daher wesenhaft offenes System. Diesem Sachverhalt entspricht sinngemäß die Form und Anlage ihres Standardwerks des Talmud. Hier wird eine gesamte Tradition, wenn nicht rückgängig gemacht, so doch zumindest nach 1933 neu verortet, nämlich die berühmten Worte Leopold Zuns, dass erst wenn der Talmud gestürzt wäre, sich die Wissenschaft des Judentums, so sein gerne zitierter Satz, sich voll ausbreiten könne. Die Rückkehr zum Talmud wäre ebenfalls falsch zu sehen. Judentum ist nur innerhalb der Vermessung des Talmud überhaupt zugänglich und kann als solche nur darin gelebt werden. Dieses Diktat der Stunde, wie Alexander Altmann in der Bayerisch-Israelitischen Gemeindezeitung schreiben wird, einem eher konservativ bis liberal eingestellten Blatt unter der Federführung von Ludwig Feuchtwanger, dem Bruder des Romanciers, ist dann der Hinweis darauf, dass philosophisch-theologische Arbeit nur unter den gemachten Voraussetzungen überhaupt sinnvoll erscheinen kann. Er schreibt, Israel ist seiner Aufgabe und seinem Schicksalserbe nach nicht reduzierbar auf den Begriff Menschheit schlechthin. Es bleibt ein unauflösbarer Rest, ein nicht einsehbares dunkles Schicksalsfatum, das zwar bezogen werden kann auf einen Heilssinn für die Menschheit, das aber für sich immer als Problem unerfasst bleibt. Ist so Israel das Rätsel unter den Völkern, so ist der Kodex, der Halacha, der einsame, absonderlich erratische Block unter den Kodizes der Völker. Die Forderungen der Halacha sind unauflösbar in die Universalia der Ethik, schreibt er. Also die zeitgenössisch betriebene Flucht sozusagen, das Judentum sich quasi attraktiv machen könne, auch für die Abgefallenen oder möglicherweise für die Vernünftigen oder noch Vernünftigen unter den Verächtern des Judentums, indem man sich quasi versteht oder verstehen könnte als Gesprächsangebot nach außen hin und auf den Ursprung des Christentums, auf eine jüdische Ethik hin gedacht werden müsse oder solle, verwirft Alexander Altmann aufs Schärfste. Jeder Universalismus ist ab jetzt Selbstbetrug oder jede universalistische Absicht des Judentums ist ab jetzt Selbstbetrug. Und man könnte im Verlauf seiner Denkentwicklung vielleicht sogar hinzufügen, war es schon immer. Ein weiteres Zitat, das diese Überlegungen ausstaffieren soll mit dem Traditionsverständnis, das Alexander Altmann geprägt hat. Begreift man diese Tendenz der gerade geschilderten, der jüdisch-theologischen Haltung, die sich auf Schritt und Tritt in der talmudischen und midraschischen Literatur wie in der Faktizität aller großen theologischen Gestalten des Judentums manifestiert, so lässt sich die Rede von einem inneren Bruch der jüdischen Theologie, der durch die Polarität Universalismus Partikularismus gesetzt sei, keineswegs aufrechterhalten. Die formale Struktur der jüdischen Theologie darf vielmehr als wesenhaft partikularistisch bezeichnet werden. Also, Alexander Altmann wird diese These noch in der direkten Auseinandersetzung mit Maibaum und anderen noch verschärfen. Also, jedwede Kompromisshaltung in einem dem Judentum, also im halachisch verstandenen, der Weise verstandenen, halachisch verstandenen Judentum, auf etwas Universales verbietet sich gerade jetzt, indem das Judentum von außen hin
dazu gezwungen worden ist, oder die, genauer gesagt, die Strömungen, die sich aus der Modernisierung des Judentums ergeben haben, also die davon unberührte Orthodoxie, müssen jetzt einen Reflexionsprozess schnellstmöglich nachholen, der in der Orthodoxie schon immer existiert hat, nämlich die Selbstvergewisserung und die Selbstsicherheit aus der halachischen Tradition heraus. So lassen sich auch die Texte Alexander Altmanns verstehen. Sie sind, wenn Sie so wollen, Sinnangebote für ein in sich selbst einsichtig gewordenes Judentum, das die Orthodoxie kennenlernen möchte. Nicht im Sinne eines Angebotes, das habe ich bereits vorher gesagt, sondern im Sinne einer Darstellung der Orthodoxie. Die anderen müssen sich bewegen. Nicht die Orthodoxie. Man könnte jetzt leicht sagen, und das ist ja auch eine populär gewordene These, etwa durch Leo Strauss und andere, die selbst nur allenfalls oberflächliche Kenntnisse des orthodoxen theologischen Denkens gehabt haben, dass hier ein Hiatus aufgetreten sei, und zwar ein doppelter einerseits zwischen dem, den Strauss selbst aufmachte, zwischen Philosophie und Gesetz und einerseits, also einem, dem philosophischen dem Offenbarungsglauben und seiner Wahrheit fundamental entgegenstehenden und mit einer ebenso totalen Ansprüchlichkeit auftretenden philosophischen Wahrheitsbegriff auf der einen Seite und einer, so Strauss und andere in ihren Verfallsgeschichten, einer sich selbst aufgelöst habenden oder in Auflösung befindlichen Orthodoxie, die sich an die Moderne, die sie umgebe, schon längst angepasst habe. Maßstab dafür für Strauss ist sozusagen der More Nevochim, der Führer der Verirrten oder der Führer der Ratlosen oder der Ratsuchenden, auf den dann Alexander Altmann ebenfalls ab 1935, nachdem er diese geistige Strömung sehr genau wahrnimmt, und Strauss ist nur einer unter vielen, selbst reagiert. Und im Schockenband Nummer 26, ich halte es mal ganz amateurhaft in die Kamera, im Schockenband Nummer 26 der Bücherei des Schockenverlages hat Alexander Altmann im sogenannten Rabbi Moshe Ben Maimon Jubiläumsjahr, das ist der, jetzt wird es wieder ein bisschen amateurhaft, Jubiläumsprospekt des Schockenverlages, den er 1935 herausgab, zu dieser Zentralgestalt, um die die theologischen Kämpfe der Zeit dann gehen werden, selbst Stellung bezogen. In einer kleinen Werkauswahl, die sozusagen als Handreichung fungieren sollte, gibt Alexander Altmann eine Deutung des More Nevochim, die sich ganz über diesen vermeintlichen doppelten Gegensatz, also der zwischen Philosophie und Halacha oder Gesetz und der an die Moderne bereits verloren gegangenen Orthodoxie hinwegsetzt. Er sagt nämlich ganz eindeutig, ich zitiere, es muss begriffen werden, also es gibt hier kein Kann und kein Sollen mehr. Es muss begriffen werden, mit welchem Recht nun doch der Seinfache, das ist ein Druckfehler interessanterweise, der einfache Wortsinn der Schrift entscheidend wird. Besteht etwa doch ein innerer Gegensatz zwischen Philosophie und Offenbarung, der die Entscheidung fordert? In zwei personalen Typen treten uns diese beiden geistigen Mächte entgegen, im Philosophen und im Propheten. Eine Klarheit über ihr gegenseitiges Verhältnis kann nur die Untersuchung des Wesens der Prophetie verschaffen.
ihr ist ein umfangreicher Teil des zweiten Buches des Moreh Nevuchim gewidmet. Das Ergebnis ist schließlich doch die im Grundansatz des Gesamtwerkes vorweggenommene Identifizierung von prophetischer und philosophischer Denkleistung. Der Prophet ist im höchsten Maße intuitiver Philosoph, wie der Philosoph Kraft der auch ihm zuteil werdenden Ausstrahlung von der wirkenden Vernunft her gleich dem Propheten in eine Verbindung zu Gott tritt. Hier also wieder die Kraft der durch Gott gestifteten Korrelation. Es geht hier letzten Endes um Einheitsvorstellungen, die innerhalb des Offenbarungsvolkstums Korrelats wirksam sind. Es gibt kein Heraustreten mehr. Philosophische Reflexion, die sich auf diese beiden Begriffe einlässt, ist genauso orthodox im Sinne des Wortes, also rechte Lehre vom Gewussten, vom Gott Offenbarten, wie das, was sich als Denkendes oder als Denkbewegung im Volk, im jüdischen Volk entwickeln kann. So bleibt, wenn Sie so wollen, ein geschlossenes System, das sich gegenseitig stabilisiert, übrig. Ist das nun ein fast nostalgisches Programm? So könnte man soziologisch rückfragen, also eine aus der Not geborene mit dem beginnenden Zivilisationsbruch von 1933 einsetzende und seine Zuflucht in einer quasi theologisch-philosophisch verhärteten Negierung eines tatsächlich schon längst stattgefunden habenden Ausdifferenzierungsprozesses des Judentums, dass seine Lebendigkeit ja auch nach 1933 zunächst eben genau darin behält, dass es unterschiedliche Zugänge zu den Judentümern, wie wir uns angewöhnt haben zu sprechen, beibehält und ist hiermit die Orthodoxie, wie sie Alexander Altmann in diesem, zumindest wie ich es kurz porträtiert habe oder versucht habe zu porträtieren, nicht ein Rückfall. Ein Rückfall, der aus der Not der Situation der Zeit eine Tugend zu machen versucht und sozusagen übergreifend über die Zeitläufe hinweg an etwas Unveränderliches, das sich in dieser Korrelation von Offenbarung und Volkstum ausdrückt, gegen die Zeitläufe stellt. Alexander Altmann, zumindest der Alexander Altmann dieser Jahre, hätte wohl möglich geantwortet, das ist selbst schon eine Position, die sich außerhalb dieser Korrelation begeben hat. Sie fragt schon von außen in diesen Raum hinein. Sie ist bereits, wenn Sie so wollen, eine, die noch über die Orthodoxie aufgeklärt müssende Position, die sich noch nicht auf den Standpunkt der Orthodoxie selbst eingelassen hat. Alexander Altmanns Einheitsvorstellungen differenzieren sich nicht nur, um ein wenig vorzugreifen zeitlich, der Auseinandersetzung mit christlichen Positionen aus, sondern differenzieren sich auch aus, innerhalb der Einheitsvorstellung bezogen auf die, wenn Sie so wollen, Deutungskonkurrenz, die sich ab 1935, ab den sogenannten Nürnberger Prozessen im Ton auch untereinander verschärfen. Verschärfen auch deshalb, weil die existenzielle Lage einen sich verschärfenden Ton hervorbringen muss. Verschärfend deshalb, um sozusagen der immer kleiner werdenden Gemeinde neue Kräfte zuzuführen und die Selbststabilisierung nicht allein auf der reflexiven Ebene zu belassen.
Altmann intensiviert die Gemeindearbeit und kritisiert immer schärfer die nach, das ist ein Begriff von Ignaz Maibaum, nach Parteiungen weiter auseinanderfallende jüdische Gemeinschaft. Altmanns Zugriff auf diese Problematik erfolgt nicht mehr im Sinne der vorgestellten, ja, der Begriff, glaube ich, ist an der Stelle notwendig, Dogmatik, lässt auch den appellativen Charakter seiner Stellungnahmen zugunsten von stärker theologischen Auseinandersetzungen absinken, sondern sucht nach Zugriffen in der Tradition selbst. Die wenigen Predigten, die ich habe finden können, unglücklicherweise ist sein Nachlass von seinem jüngsten Bruder Manfred gereinigt worden, als er ans Leo Beck College kam. Und merkwürdigerweise fand Manfred Altmann vor allen Dingen die Manuskripte von vor 1938 oder 39 nicht für aufhebenswert. Aber die Predigten, die ich finden konnte in anderen, zum Teil Privatnachlässen, zeigen einen Alexander Altmann, der die Parteiungen des Judentums, wie er die nicht-orthodoxen Strömungen nennt, mit der jüdischen Mystik zunehmend identifiziert. Er wählt eine esoterische Decksprache im Verlaufe der Jahre zwischen 35, 1938, 39. Diese jüdische Mystik, die er da angeht, und die auch in Jerusalem das Interesse eines gewissen Gershom Scholem hervorruft, der ihn dann nach 1945 mit verschiedenen Angeboten nach Jerusalem zu locken versucht. Und beinahe hätte es 1950 auch als Nachfolger von Julius Gutmann auch geklappt, bis dann die orthodoxen Kreise in Jerusalem sich gegen Alexander Altmann sperrten. Also diese Auseinandersetzung mit der jüdischen Mystik, die in großen Teilen eine Deckauseinandersetzung ist mit den liberalen und konservativen Traditionen, wird jetzt endgültig in die Form der Depriviation, der Abweichung, des Absinkens ins Irrationale gleichgesetzt. Dass dies oder diese Möglichkeit innerhalb einer im Mittelalter bereits brüchig gewordenen jüdischen Tradition geschehen konnte, ist, wenn Sie so wollen, das Angebot, das Alexander Altmann bis zum Schluss aufrechterhält. Also er sieht quasi eine Wiederholungsstruktur, dass die von der Orthodoxie geforderte Einheit des Judentums unter die beiden Begriffe Offenbarung und Volkstum sich zu wiederholen drohe. Ohne, und das ist quasi der Befund, mit dem Alexander Altmann dann aus Deutschland in ziemlich letzter Minute flieht. Vielleicht zum Abschluss dann gleich noch ein paar biografische Hinweise. Ohne eine Figur wie den Rambam zu haben an dieser Stelle, die wiederum eine Einheit herstellen könnte. Es gibt also keine Erlösungsfigur, keine einheitsstiftende, alle Unwägbarkeiten, alle Ausdifferenzierungen wieder auf einen Einheitssinn, auf die Totalität des Judentums hinführende Figur. Sie bleibt die große Leerstelle. Mit dieser realistisch-fatalistischen Nachricht begibt sich Alexander Altmann in seinem allerletzten in Deutschland
geschriebenen Text über gnostische Motive im Judentum selbst außerhalb des talmudischen Fragekreises und zeigt damit an, dass die Fragen, die jetzt gestellt werden müssen, eigentlich nicht mehr in dem Kontext gestellt werden können, für den er die Jahre zuvor gekämpft hatte. Sein Vater geht mit vielen Gemeindemitgliedern 1939 nach Holland, versucht die Trierer Gemeinde, also jener, die mit ihm aus dem Land gingen, in Holland, zunächst in Scheveningen, dann in Groningen, was sich als fatal erweist, weiter am Leben zu erhalten. Die Gemeinde wird zum Teil verraten. Die Deportationen erfolgen dann nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Holland 1940-41. Adolf Eichmann und seine Frau werden in Auschwitz-Birkenau ermordet. Eine Schwester, Mann und Kinder ebenfalls in Birkenau und sein ältester Bruder wird ebenfalls in Birkenau ermordet. Alexander Altmann und zwei seiner Brüder können sich nach Großbritannien in allerletzter Minute retten. Der Abgesang auf die Orthodoxie, die er anstimmte und die er dann im allerersten Jahrbuch des Leo Beck-Institutes über den Typus des deutschen Rabbiners und die jüdische Theologie innerhalb der Weimarer Republik wieder anstimmte, sind dann Grabgesänge auf die Tradition, für die er selbst stammt.